Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um die Thala-Pflanze, ein ja, wahrer Glücks- oder Freudenbringer, wie man sagt. Das wussten schon die alten Römer oder Griechen. Liegt vermutlich auch daran, dass die Blüte so ein bisschen aussieht wie ein Kelch. Und der Kelch hat früher, denke ich mal, ja, für einige Freude gesorgt. Und das hat man auf die Pflanze übertragen. Und ich habe meine Pflanze jetzt zum Sommer hingekauft, also jetzt im Frühjahr. Und sie soll aber dann die Zeit draußen verbringen. Die Thala-Pflanze, die draußen gehalten wird, blüht in der Regel auch in den Sommermonaten. Ihr könnt die Pflanze auch im Zimmer halten. Dann ist es in der Regel auch so, dass die Sorten, die dann im Zimmer gehalten werden, von Januar bis ungefähr April blühen. Danach blühen sie dann erstmal nicht mehr. Die nächste Wachstumsphase für die Zimmerpflanzen beginnt dann im September, wo man sie dann auch wieder etwas mehr gießen sollte, in der Ruhephase eher weniger. Zum Gießverhalten für die Thala hier kommen wir aber gleich noch. Ich werde euch jetzt noch ein paar Pflegehinweise geben und anfangen möchte ich da mit dem Standort. So, der Standort, ich hatte es gerade gesagt, die Thala gedeiht am besten an einem hellen und windgeschützten Standort. Ihr könnt sie aber auch halbschattig stellen, vor allem wenn die Pflanze draußen ist, sollte sie etwas weniger Sonne kriegen als drin. Wenn es eine Zimmerpflanze ist, kann sie wirklich ja, schön direkt hell auch in die Sonne gestellt werden. Aber Pflanzen, die draußen gehalten werden, sollten dann etwas weniger Licht bekommen, damit sie sonst einfach nicht in der prallen Mittagssonne zum Beispiel verbrennen. Temperaturen mag sie am liebsten so von 12 bis 25 Grad. Da wächst und gedeiht sie am besten. Im Winter wisst ihr selber, da können wir gleich zum nächsten Punkt auch kommen mit der Frostbeständigkeit. Im Winter haben wir Temperaturen, die viel, viel niedriger sind. Es gibt einige Thala-Sorten, die sind winterhart. Diese hier ist es nicht. Das heißt, die muss ich im Winter dann reinholen und überwintern. Wer seine Thala überwintern will, kann das im Prinzip genauso machen wie mit den Dahlien. Ich habe Dahlien aber auch zum Beispiel schon im Topf überwintert. Das hat auch wunderbar geklappt. Aber eigentlich ist die Vorgehensweise so, dass ihr die Knolle ausbuddelt. Befreit die Thala auch vorher von allem Blattgrün, was noch dabei ist. Und die Knolle sollte dann trocken und kühl und dunkel im Keller gelagert werden, wie es halt mit den Dahlienknollen auch gemacht wird. Und wenn es dann wärmer wird im Frühjahr, könnt ihr die Thala-Zwiebel wieder in normaler Blumenerde einpflanzen und ihr werdet dann sehen, dass sie dann auch relativ schnell wieder anfängt auszutreiben. Und so ab Mai könnt ihr sie dann auch, wenn es wärmer wird, wieder ins Freie stellen. Das Beste ist natürlich, man nimmt dann auch frische Blumenerde, nicht die alte vom letzten Jahr noch, falls ihr den Topf irgendwo behalten habt. Also gönnt der Thala in jedem Fall dann auch im nächsten Frühjahr natürlich neue Blumenerde. Die Thala sollte je nach Bedarf ein- bis zweimal in der Woche gegossen werden. Achtet immer darauf, dass das Erdreich niemals komplett austrocknet. Das geht auf jeden Fall auch zu Lasten der Blüte. Überschüssiges Wasser sollte jedoch auch vermieden werden. Also Staunässe verträgt die Thala auch nicht. Auch dann geht es leider zu Lasten der Blüte. Achtet immer darauf, dass ihr halt ausreichend gießt, so dass es gleichmäßig feucht gehalten wird, aber nicht richtig nass. Und wenn sich überflüssiges Gießwasser im Topf gebildet hat, sollte das auf jeden Fall auch abgegossen werden. Düngen könnt ihr die Pflanze in der Wachstumsphase ungefähr alle zwei Wochen mit einem Flüssigdünger. Wenn sie dann anfängt, wie hier jetzt in meinem Fall, zu blühen, könnt ihr auch wöchentlichen Flüssigdünger dazugeben. Ihr könnt das Ganze aber auch alternativ machen, indem ihr Kaffeesatz in Gießwasser auflöst. Das funktioniert meiner Meinung nach genauso gut wie mit Flüssigdünger. Also die Thala muss auch ein wenig geschnitten werden, allerdings beschränkt sich das hauptsächlich darauf, verblühte oder verwelkte Pflanzenteile oder auch gelbe Blätter rauszuschneiden. Am besten macht ihr das mit einem scharfen Messer oder einer scharfen Schere dann immer kurz über der Wurzel. So bietet ihr der Pflanze auch die Möglichkeit, dann neu wieder auszutreiben. So, und bevor wir jetzt zum Ende des Videos kommen, möchte ich euch aber noch kurz verraten, wie man die Thala vermehren kann. Ihr könnt das zum einen durch Aussaat von Samen machen, die sich in der Pflanze auch bilden. Oder, was ich persönlich besser finde, durch Teilung der Knolle. Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr die Pflanze umtopft. Dann könnt ihr mal gucken, ob sich eine neue Knolle gebildet hat, die ihr mit einem scharfen und sauberen Messer von der Mutterknolle entfernen könnt. Das gleiche vielleicht aber auch nach der Überwinterung, wenn ihr euch die Pflanze im Frühjahr dann anschaut und eintopfen wollt. Auch da könnt ihr gucken, ob sich Tochterknollen gebildet haben, die ihr dann für die Vermehrung eurer Pflanze nutzen könnt.
Ja, das war's mit dem Video und den Pflegehinweisen zu der Color. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben von euch. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!